Wie in meinem letzten Livestream angekündigt, möchte ich heute ein Putzvideo machen, mal wieder. Und zwar ein bisschen den Deep Dive, ein bisschen was dazu erzählen. Wir machen das heute an meiner Glock 17. Wie immer machen wir zuerst einen Safety Check. Waffe öffnen, sie ist leer. Zeigen mit der Waffe in eine sichere Richtung, drücken ab. So, wir nehmen die Glock wie gewohnt auseinander. Mir geht es bei diesem Video heute tatsächlich um das Thema Laufreinigung. Verwenden werde ich dafür die Reinigungsprodukte der Firma Niebling. Letzten Endes kann jedes x-beliebige Produkt verwendet werden. Aber ich sag mal, ich persönlich bin mit den Produkten der Firma Niebling sehr zufrieden. Die Qualität ist hervorragend und man kann sie durchaus weiterempfehlen. So, wie fangen wir an? Wir nehmen zuallererst die Ölbürste. Wir schrauben sie auf den Gewindestab, in diesem Moment hier auf die Verlängerung, und diese dann entsprechend auf den kugelgelagerten Griff. So, jetzt könnt ihr euch aussuchen, welches Reinigungsmittel ihr tatsächlich verwenden wollt hierfür. Ich vermache das jetzt einfach mal für Reinigungszwecke mit dem Pulpo der Firma Niebling. Und dann spritzen wir einfach ein bisschen was von dem Pulpo auf die Bürste. So, dann führen wir von der Patronenkammer aus die Ölbürste langsam in den Lauf ein, führen sie komplett durch den Lauf durch und ziehen sie einfach nochmal zurück. Und damit haben wir erstmal das Reinigungsfluid als solches in den Lauf eingebracht. Zu mehr ist die Ölbürste nicht da. Dann können wir diese nämlich wieder in das Sicherheitsröhrchen reinmachen. Da ist sie auch schön verschlossen und packen sie wieder zurück in das Set. Als nächstes brauchen wir dann natürlich die Messing- respektive Bronzebürste. Diese benötigen wir dann entsprechend, um den Schmutz aus dem Lauf zu lösen. Bevor wir das aber tun, schauen wir uns erstmal den Lauf von außen ein bisschen an, wischen den auch mal ein bisschen runter, machen altes Reinigungsmittel auch und Schmiermittel runter und achten auch ein bisschen, ob hier irgendwelche Beschädigungen, nennenswert große Verschleißerscheinungen am Lauf sind, wie auch immer, um einfach sicherzustellen, dass mit dem Lauf alles in Ordnung ist. Gucken, dass die Rampe schön sauber ist. In der Zeit kann das Pulpo oder welches Reinigungsmittel auch immer schön in den Lauf sich einarbeiten und die Verschmutzung schon mal ein bisschen anlösen. So, dann nehmen wir die Messing- bzw. Bronzebürste und führen sie langsam von hinten von der Patronenkammer aus in Schussrichtung durch den Lauf. Achten darauf, dass sie komplett durch den Lauf durchgeschoben wurde und ziehen sie dann einfach wieder zurück. Das Ganze wiederholen wir mehrfach. Wichtig ist, dass ihr die Richtung der Bürste nicht in dem Lauf ändert, sondern immer darauf achtet, dass die Bürste komplett durchgeschoben wurde. Ansonsten brechen euch Borsten ab und dann habt ihr da Salat im Lauf. So, das dürfte, denke ich mal, mit der Messingbürste reichen. Nehmen wir raus und machen sie dann schön wieder in das Röhrchen zurück. Das ist das Schöne an diesem Lieblingszeug, das ist alles schön, hat seinen Platz. So, jetzt kann man mit verschiedenen Methoden arbeiten. Ich persönlich, muss ganz ehrlich sagen, finde diese Lösung über die Filzpfropfen finde ich sehr schön, weil diese Filzpfropfen sind kalibergroß und haben einfach den Vorteil, dass sie dadurch sich in die Felder und Züge einpressen und den Schmutz richtig rausholen. So, wir drehen den ersten Filz auf dieses Grobgewinde des Stahls ein,
Drehen es ruhig ein bisschen fest, dass sich das ein bisschen schön zusammenzieht. Und den zweiten Filz stecken wir einfach oben drauf. So. Mach ein bisschen Pulpo auf den Filz drauf. Und dann schieben wir den wiederum von der Patronenkammer aus langsam durch den Lauf und sehen, was da für ein Dreck rauskommt. So, den ersten Filz ziehen wir ab und ziehen jetzt den zweiten Filz rückwärts wieder zurück. So, und jetzt sehen wir auch, was da für ein Schmodder gelöst wurde und mit dem Filz rausgenommen wurde. Also das ist schon brutal, wenn man allein schon sieht, wie hell dieser Filz sonst ist. So, dann nehmen wir einfach einen neuen Filz, stecken den vorne wieder drauf und jetzt machen wir mal das Ganze trocken. Und ihr seht, da kommt immer noch Schmodder raus. Wichtig ist, und da habe ich auch mit dem Hersteller Niebling Rücksprache gehalten, am Ende sollten die Filze nicht 100% sauber rauskommen, sondern man sollte schon noch sehen, dass da Reinigungsmittel oder was auch immer aufgetragen war. Das heißt, eine leicht dunkle Verfärbung ist in Ordnung. Dann wiederholen wir das einfach nochmal. Wir sehen, da kommt immer noch ordentlich Schmodder raus. Ja, aber man sieht auch, es wird schon bedeutend weniger. So, man kann natürlich jetzt durchaus argumentieren, diese Filze, ja, sie kosten auch ein bisschen Geld, ist natürlich eine recht verschwenderische Maßnahme, wenn man jedes Mal alle zwei Durchgänge die Filze tauscht. Aber man will ja auch den Schmodder nicht nochmal neu in den Lauf einbringen, also bleibt da nichts anderes übrig. Und da seht ihr auch, selbst im Trocknen kommt da noch richtig was raus. Ich denke mal, machen wir nochmal einen Filz und dann sollten wir es eigentlich haben. Jo. Ich würde sagen, der Lauf ist innen drin sauber. So, jetzt gucken wir einmal nochmal von außen, machen nochmal ein bisschen Pulpo drauf. Filz werden wir noch mal brauchen. Der ist gerade beim Pulpo auftragen für die Patronenkammer noch mal ein bisschen in den Lauf rein ist. Ist aber nicht weiter schlimm. So, dann nehmen wir einen Lappen, wischen den Lauf wieder schön runter. So, wenn ihr jetzt seht, dass da hartnäckige Verkrustungen sind, wie jetzt hier am Patronenkammer-Eingang, dann nehmen wir die Universalbürste und schubbeln die schön weg. So, dann gehen wir nochmal durch den Lauf. Und damit haben wir den Lauf picobello sauber, wie ich finde. Der sieht richtig gut aus. Das Schöne an den Niebling-Produkten, sage ich ganz ehrlich, ist halt auch, ich brauche keinerlei Adapter oder wie auch immer, um irgendwelche anderen Bürsten draufzusetzen, wie auch immer. Es ist ein Gewinde für alle Kalibergrößen und das macht das Ganze in meinen Augen schon ziemlich interessant.
So, wenn wir schon dabei sind, gucken wir uns jetzt mal hier auch nochmal den Schlitten an. Wischen ihn nochmal ein bisschen runter. Und den Schmuder raus. Das ist noch so ein bisschen die Reste vom X-Mismatch in Butzbach letztes Wochenende. So, dann können wir ein bisschen ölen. Wir nehmen jetzt hierfür das Schlitteck 2-in-1 Gun Tuning. Einfach nur größeren Tropfen in die Führungsrille des Schlittens. Ein Tropfen hier hinten rein. Alles schön ein bisschen verreiben. Das ist Herstellervorgabe. Einen kleinen Tropfen da rein, ein Tropfen auf den Lauf und den ungefähr zur Hälfte einsuppen. Lauf einsetzen, Federpaket einsetzen, dann das Öl ein bisschen runterlaufen lassen. In der Zeit gucken wir mal kurz aufs Griffstück. Oh, das sieht nicht so schlimm aus. So, ich weiß, jetzt werden schon die ersten Kommentare wiederkommen nach dem Motto, hey, die Bürste nicht rückwärts wegen Krone vorne, bladibladiblub. Ich weiß, ich habe den Hersteller der Bürsten gefragt und er sagt ganz klar, das ist eine Voodoo-Geschichte. Das ist eine reine Glaubensfrage, ob man jetzt die Bürste nochmal zurückziehen will oder nicht. Die Messingbürste ist weicher als der Laufstahl und da wird kein Schaden auftreten. Von daher sollte das eigentlich kein Thema sein. Kleinen Tropfen hier oben in die Abzugsmechanik rein. Und jetzt sind wir da, das sieht auch gut aus und dann können wir die Glock schon wieder zusammensetzen. Und damit haben wir die Glock 17 Gen 4 FS mit dem Niebling hier, das Premium-Putzsetzer der Firma Niebling, sauber gemacht. Kaliber 9mm, 357 Magnum etc. Ihr habt auch die Möglichkeit, diese Pakete als Custom-Paket zu machen, in dieser kleinen Tasche für ein Kaliber, maximal zwei Kaliber, oder eben in dieser großen Tasche für bis zu sechs Kaliber. Was ich eine recht charmante Geschichte finde, weil da habt ihr in dem Paket habt ihr den Kugelgewehrhaken im Putzstab inklusive drei Verlängerungen. Ihr habt den Laufprüfspiegel, den werde ich euch auch nochmal kurz zeigen. Und die Universalbürste und eine Flasche Pulpo habt ihr also soweit eigentlich alles, was ihr braucht, in dem Set mit drin. Und könnt es euch dann für bis zu sechs Kaliber zusammenstellen. So, der Laufprüfspiegel hat den Vorteil, ich habe die Möglichkeit tatsächlich mal zu sehen, wie habe ich denn gearbeitet. Und zwar, ich weiß nicht, ob ich das jetzt tatsächlich einfangen kann, haben wir hier diesen Prüfspiegel, der kostet 6,50 Euro, 4,50 Euro, irgendwas in der Richtung von der Firma Niebling. Den halte ich von hinten in den geöffneten Schlitten rein und gucke, dass ich das Licht in den Lauf reinlenke. Und dann kann ich je nach Winkel, wenn ich es richtig mache, sehe ich, ob der Lauf tatsächlich sauber geworden ist oder nicht. Jetzt wird natürlich der ein oder andere wieder sagen, ah, das kann ich aber in der Taschenlampe machen. Ja, könnt ihr. Das hier ist echt eine ganz kleine praktische Hilfe, wenn man unterwegs ist und vielleicht irgendwo in einem Bereich ist, wo man keine Lampe verwenden möchte. Soll es ja auch geben. So, in diesem Sinn, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal.